Moin Leute und herzlich willkommen zurück aus Norwegen. Ja, es geht weiter. Wir sind wieder früh rausgefahren heute. Wir haben es jetzt 6 Uhr, sind ungefähr 6 Stunden rausgefahren. Wieder dabei sind Erik und Robin. Ja, leider können wir immer noch nicht richtig rausfahren offshore, weil das Wetter heute ein bisschen umschlagen soll später noch. Wir sind jetzt ganz weit hier hinten in die hinterste Ecke von dem Fjord gefahren. Hier ist auf jeden Fall richtig ruhige See. Hier sollen aber tatsächlich auch ein paar große Fische stehen und auf die haben wir es heute abgesehen. Ich habe heute meine 50 Gramm Rute mal zu Hause gelassen im Camp und habe dafür eine 200 Gramm Rute mitgenommen. Mit dabei ist noch eine 90 Gramm Rute und ja, wir versuchen heute mal gezielt größere Fische zu erwischen. Mein Ziel ist es ja immer noch, den Meter zu knacken hier in Norwegen. Ja, mal gucken, ob uns das gelingt. Ich nehme euch weiter mit durch den Tag. In dem Video wird vielleicht auch noch mal offshore zu sehen sein, wenn morgen das Wetter passt. Dann nehme ich euch auch noch mal mit. Und ja, bleibt mir nicht weiteres zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, es geht gleich gut los hier. Erik hat schon wieder den ersten am Band. Ja, das ist eine gute Speisegröße. Ja, der ist fett. Zwei will ich jetzt auch mal fangen. Der ist auch nicht schlecht. Ja. Oh ja, jetzt haben wir auch einen. Endlich mal. Oh ja, jetzt wieder nochmal ausgestiegen. Hat sich hier ein Seelachs hier verirrt. Was macht der denn hier? Ich habe bisher jetzt noch nicht so was gehabt. Tja. Pollack ist nicht so meins. Oh yeah! Endlich hat es geklappt mit dem Pollack hier. Oh, schöner. Auf 3 Meter Wassertiefe. Das kann doch nicht sein. Und Gummifisch. Auf den Sitz, genau. Okay. Ein Pollack. Ziemlich guter Pollack. Oh ja. Geil. Nicht hält der. Ja, das ist echt gut. Nee, gut. Ja. Boah, geil. Leute, das war auf jeden Fall eine gute Idee, den Jigspinner ranzumachen. Richtig fetter Pollack, ey. Freue mich, ey. Richtig geil. Richtig schöner Drill gerade gewesen, ey. Wahnsinn. Ich nutze mal kurz eben die Zeit, bevor wir nochmal umsetzen, um zu erklären, was wir hier machen. Und zwar angeln wir jetzt hier direkt auf Pollack. Wir werfen hier mal direkt an die Bergkanten und dann geht es halt direkt runter. Lass ein bisschen durchsagen und kurbeln einfach nur ein. Und das klappt halt ganz gut mit kleinen Gummifischen, wie Robin da gerade dran hat. Oder so wie ich das jetzt mache, mit einem Spin-Mat. 35 Gramm, funktioniert auch. Das werden wir jetzt noch ein bisschen machen, damit wir noch ein bisschen Fleisch haben, um das mit nach Hause zu nehmen. Und später fahren wir dann noch an ein paar tiefere Stellen und versuchen dann mal gezielt auf ganz große Seelachse zu angeln. Das wird auf jeden Fall auch spannend und vielleicht schaffe ich es da, das erste Mal den Meter zu knacken. Also ich hoffe es ja. Also Bock hätte ich. Also die 80er Seelachse, die ich hier in den ersten Tagen gefangen habe, die waren schon richtig krass, die gingen richtig ab. Ich will nicht wissen, was so ein Meterfisch macht. Also könnte spannend werden. Massiv. Massiver Fisch, ey. Oh yeah, jetzt geht's aufs Seelachs. Wir waren raus.
ein Stück, 200 Meter oder so. Und dann jage ich da mal einen fetten Pilker durch. Also Speedpegen, richtig schnell hochkurbeln. Mal gucken, ob hier wirklich so fette stehen, wie gesagt wurde. Schauen wir mal. Oh ja, Achterbahn. Ja. Oh ja, oh, das ist. Oh. Der ist aber gut. Oh. Ja, Seelachsangel macht echt Spaß, ey. Ja. Ah, ich habe schon eine ganze Weile gekurbelt, da kam er erst. Ja, oft bin ich auch einfach mit. Oh. Das sind eigentlich die Füße, das steckst an und dann wartest du erstmal eine Minute, das kannst du nicht. Der schwimmt jetzt wieder auf 500 Meter, 200 Meter runter wahrscheinlich eher. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein neuer PW. Ja, interessant. So, jetzt. Du wolltest 1,30 Meter. Jetzt weißt du, warum ich gesagt habe, 4.000 Rollen. Ja, okay. Alter. Das ist jetzt gar nicht. Scheiße, der macht gleich die 100 Gramm Route, oder nicht? Ja. Der macht gleich die Rolle leer, ey. Nein, keine Ahnung, das ist ja 200 Meter hier, ne? Dann habe ich noch ein bisschen Reserve. Alter! Ich hätte eben fast in meine Route geknackt. Ist ja auch so ein Monster. Komm. Na gut. Okay. Du hast 2 Minuten und du hast noch keinen Meter schnell gewonnen. Das ist doch nur die Bremse. So mit Zeit noch, aber ich bin irgendwo. Ja. Also das ist wild. Das ist wirklich wild. Jetzt ist er ein bisschen müde. 3 Meter gewonnen und gleich wieder hier verloren. Nein. Nee. Super. Oh. Also danach habe ich Muskelkater. Du bist doch nur wegen gekommen. Ich krieg ja fast einen Krampf, ey. Hätte ich mal doch hier die dicke Slammer genommen, ey. Das macht viel mehr Spaß. Ja. Und das ist echt doch der Bergmann. Ja, das ist der Bergmann, ja. Ob der 10 Meter ist. Knack ich den Meter, Leute. Schreibt's mal jetzt in die Kommentare. Oh, ich will nicht wissen, wie ein Herr Helgoth abgeht. Oh. Das erfahren wir heute hoffentlich noch. Ich glaube, der ist gerade tiefer runtergeschwommen, als ich überhaupt den Pilger abgelassen habe. Ja, das ist gleich. Ich hatte beim Absinken gerade einen fast runter. Ich hatte beim Absinken einen, der hat mir fast die Hose zerbrochen. Bei dem gleichen Pilker. Du kannst auch meinen hochholen, wenn du willst. Aber immerhin gewinne ich ein bisschen Schnur. Ja, kann sich nicht umfinden. 5 Meter von 300. Nee, ein bisschen mehr habe ich schon gewonnen. Ja, schon gewonnen. Guck mal, das ist jetzt wieder Meter. Nochmal Meter, oder? Nee.
glaube, er kommt. Gleich. Ja, ist er. Sieht groß aus, ja. Da hinten. Boah, das sieht echt groß aus. Oh je. Oh je. Der ist. Weiß ich. Ja. Hey, lass mich. Wow, Alter. Massiver Fisch, ey. Meinst du, der hat einen Meter? Knapp vielleicht, ne? An die 90 vielleicht dran, ne? Genau, knapp mehr 90 hätte ich getippt. Oh, geil. Hammer. Der Drill hat echt Spaß gemacht. Und hier schön auf den Bergmann-Pilger, ne? 110 Gramm nur. Wahnsinn. Geil! Boah, Leute, ich bin erledigt, ey. Das habe ich so noch nicht erlebt, so einen heftigen Drill, ey. Alter, ja, über 7 Minuten, glaube ich, ging der Drill, ne? Oh, echt heftig. Und am Anfang hat der Fisch nur Schnur genommen und ich hatte echt Angst. Hast du einen oder? Achso, geht weiter hier. Bin nur tief. Boah, am Anfang hat er so viel Schnur genommen, ich dachte echt, gleich ist die Rolle leer. Schon ein bisschen Panik gehabt, aber da ist eigentlich genug drauf. Ja, jetzt kann ich mal kurz die Gelegenheit nochmal nutzen und erklären, was wir hier eigentlich machen. Also wir machen hier sogenanntes Speedpilken. Wir lassen den hier runter. Wir haben hier so um die 200 Meter. Und dann wirklich relativ leichte Pilker tatsächlich. So, ich habe jetzt nur 110 Gramm. Die anderen beiden fischen, glaube ich, so 150 Gramm. Dann lassen wir einfach runter. Und dann kurbelt man einfach so schnell es geht hoch. Und irgendwann mitten in der Wassersäule kann es passieren. Dann kommen die Seelachse hinterher und knallen voll rein. Und ja, Silber bzw. ganz blanke Köder sind auf Seelachs echt eine Bank. Ne? Irgendwas, was so ein bisschen ähnlich ist wie Hering oder so. Irgendwas, was glitzert, glänzt. Ist ja die bevorzugte Nahrung auch von Seelachs. Und ja, kommt dann brachial rein der Biss und Fisch nimmt einfach nur noch Hardcore-Schnur. Ne? Also, übel. Ja. Aber der Meter war es leider immer noch nicht. Der hatte jetzt 90. Ich will nicht wissen, wie ein 1,30 Meter Seelachs abgeht. Also das ist echt übel. Aber dafür bin ich ja echt hier nach Norwegen gekommen und ja, macht Spaß. Und ja, es ist auf jeden Fall hier ein schöner Fjord, sehr abgelegen. Hier fährt kaum jemand hin. Ja, mal gucken, was hier noch so geht. Also, der ist jetzt so groß wie der Seelachs vorhin. Wahnsinn, ey. Krank. Das ist mal ein Riesenteil. Geil. Das ist jetzt unsere Naturködermontage, die wir jetzt hier als tote Rute rauslegen. Vorne mit einer 200 Gramm Glow-in-the-Dark-Kugel von Master Jigs haben wir uns hier rangebastelt mit einem Kugellagerwirbel, Einzelhaken, Stopper hier vorne. Ja, und hinten fetter Drilling. Ja. Und die lassen wir jetzt einfach tot neben dem Boot hertreiben. Ja. Kurz über Grund, ne? Ja, ein paar Meter über Grund. Ja. Und immer schön nachstellen. Und dann steckt hoffentlich ein Boot ein. Ja, hoffentlich, ey. Das wäre echt zu geil.